Hallo, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Tomb Raider: The Angel of Darkness. Wir sind hier jetzt vor den Computern und ja, schauen wir doch mal nach, was wir damit anstellen können. Ich wüsste zu gern, was die hier eingesperrt haben. Wer hätte das gedacht? Ich muss durch die Biokuppel. Das ist ein langer Weg. Es sei denn, ich schalte den Strom ab. Jetzt aber los, solange der Strom abgeschaltet ist. Naja, aber dadurch, dass der Strom jetzt weg ist, haben wir etwas freigelassen. Oh mein Gott. Ja, dieses komische Wesen, dem werden wir noch begegnen. Naja, mehr oder weniger. Ich will auch nicht zu so viel spoilern. Aber was das auf jeden Fall für ein Viech ist, und so werden wir auch noch erfahren. Es wird sich alles aufklären. Das war doch schon mal eben jedenfalls ziemlich interessant, oder? So, raus hier. Ich weiß nicht, ob das jetzt hier wirklich nach Zeit geht mit dem Strom, aber ich glaube nicht. Nee, der ist dauerhaft abgeschaltet. Und wer sollte hier bitte schön kommen, um ihn wieder einzuschalten? Dann roll du mal schön. Roll, roll, roll. Ich folge dir später. So, das war gerade eine Mine. Und noch eine. So, okay. Zum Stehen gekommen. Mal eben gucken. Ist hier noch was? Nö. Oder doch, da, halt. Ja. Hier liegt ja doch was. Yeah, noch eine schicke Waffe. Na, wenn das kein Glückstag für uns ist, so. Ganz klein machen und dann sollte es passen hier. Man könnte natürlich auch rein theoretisch direkt neben dem Ding herlaufen, wenn man es in Bewegung gesetzt hat, aber das würde ich niemandem raten. Kann ich hier kurz aufstehen? Ja. Wegen den Minen, die hier auch überall rumliegen. Die sind ja jetzt explodiert auch. Aber da vorne zum Beispiel wurde auch eine weggelassen und die tötet Lara zwar nicht direkt, aber man sollte nicht zu nah an sie herankommen, weil sie Lara schon ganz schön viel Leben abziehen. So. Wir robben hier mal ganz cool durch. Und die Mine ist gerade hochgegangen. Cool. Wir haben keinen Schaden genommen. So gehört sich das. So. Alles klar. Ja, dann mal auf zur Tür. Wir sind hier fertig. Der Bereich Strahov ist damit gesichert und abgeschlossen. Und ein Tagebucheintrag kurz vor dem Ausgang. Na, was gibt's denn hier Schönes? Nee, das kann's nicht sein. Das hatten wir aber auch schon. Ah, hier, ich muss in die Biokuppel. Naja, wie auch immer. Wir müssen hier lang, das weiß ich. Das ist alles, was zählt. Also, raus hier. Hauen wir ab. Ah, das habe ich gemeint. Das liebe ich. Das Genforschungslabor. Ziemlich cool. Auf jeden Fall wunderschön, wirklich.
Und Lara hat sich die Hosen gekürzt. Yeah. Seht es euch an. Ist es nicht wunderschön? Ich finde es einfach genial. Ach ja. Hier am Rand lag auch noch irgendwas. Irgendwo etwas, soviel ich weiß. Komische Statuen. Mal sehen. Das stinkt. Hör auf. So eine komische Pflanze. Ach, hör auf zu blähen. Das ist ja widerlich. Okay. Ja, ich gehe ja schon. Was gibt's hier? Nichts. Oh, schon wieder so eine Furzpflanze. Ja, hier liegen Sachen. Alles klar. Her damit. Okay. Genau, hier vorne liegt auch noch was. Da müssen wir vorsichtig sein. Weil hier eine fleischfressende Pflanze ist. Autsch. Ach, haben sie ja gar nicht erwischt. Da hatten wir Glück. Ich dachte schon, wir wären zu langsam. So, hier im Gang liegt, glaube ich, nichts. Nee, sieht nicht so aus. Gut, und dann hätten wir unsere Runde hier auch schon komplett. Hier ist nochmal so eine Statue. Und eine Mücke fliegt hier anscheinend durch die Gegend. Ich höre sie. So, hier ist ein kleiner Springbrunnen. Können wir eben hier gucken. Mag hier was? Nein. Alles klar. Dann... Na? Dann reden wir doch mal mit dem Botaniker hier. Ich warne Sie. Keine Bewegung. Sie stecken in großen Schwierigkeiten, junge Frau. Eindringlinge überleben hier nicht lange. Beantworten Sie einfach meine Fragen, okay? Gut. Frage 1. Wer sind Sie? Frage 2. Was haben Sie und Ihre Freunde vor? Sie dürfen auch beide Fragen gleichzeitig beantworten. Sie wissen wirklich nicht, wer die Kabal sind? Wir stehen für eine neue Weltordnung auf Erden. Ach, das wusste ich ja noch gar nicht. Ignorante Sterbliche. Die Kabal. Wir kontrollieren alles hier in Prag. Wir werden unsterblich sein. Und Sie werden jämmerlich sterben. Unsterblich? Das ist beeindruckend. Und wie wollen Sie das anstellen? Meister Eckhart wird die Nephilim auferwecken. Und weil wir ihm zu diesem Triumph verholfen haben, schenkt er uns die Unsterblichkeit. Wenn ich von jedem Wahnsinnigen, der mir so etwas erzählt, einen Dollar bekäme... Ihre Ignoranz macht sie blind. Das letzte Element für das Ritual ist längst hier im Strahov. Und das wäre? Der letzte Nephilim, der Cobiculum Nephili, der Schläfer. Sie haben richtig gehört. Der letzte Überlebende einer verlorenen Rasse ist hier im Strahov. Die Nephilim sind doch nur ein Mythos. Sehen Sie, Ignoranz! Mit diesem wertvollen Exemplar kann Meister Eckhart eine neue Generation wahrer Nephilim züchten. Keine Ungeheuer, die Amok laufen wie Boas Proto-Nephilim. Sie hat für ihre Dummheit zu Recht bezahlt. Ja, das ist ziemlich unangenehm, wenn Ungeheuer frei herumlaufen, was? Sie wissen nicht, worüber Sie sich lustig machen. Aber gut, lachen Sie doch darüber. Da ist er weggelaufen. Also dieser Typ ist ziemlich verrückt, meiner Meinung nach. Unsterblich. Klar. Naja. Was soll's. Wir
gehen jedenfalls erstmal hier dann in diesen Geheimgang. Eigentlich schade, dass ich jetzt hier die deutsche Version habe und nicht die englische. Weil in der englischen Version ist das so lustig. Da hat dieser Typ, wie hieß der noch? Müller. Ne? Den haben wir ja schon in der Versammlung der Kabal gesehen. Und der heißt Müller. Und der hat eine so lustige, hohe Stimme in der englischen Originalfassung. Das ist echt lustig so. The Kabal! Ich hatte ja damals am Anfang die englische Version für PC. Und habe das damals noch zusammen mit meinem Vater immer abwechselnd gespielt. Und da war das so. Ah, die Tür haben wir entriegelt. Wir können ihm folgen. Super. Ja, ja. Aber wirklich nicht schlecht. Hier das Ganze. Eine ziemlich coole Atmosphäre hier im Spiel, finde ich. Nein, nicht nochmal hoch. Ich wollte hier, genau, umdrehen. Und weg hier. So, alle hopp. So, dieses wunderschöne Zentrum werden wir schon mal verlassen. Gab es hier noch irgendetwas? Nee, okay. Ich dachte, ich hätte hier was blinken gesehen. Säule, geh mir aus dem Weg. Jo, das war's hier. Alles klar. Dann folgen wir ihm mal. Mal sehen, was das für ein nächster Bereich sein wird hier.